receive the aft kick. Für Raguz, Frieser! 3-1! Das wären es wieder die drei gewesen, wie schon beim 1:0. Raguz behauptet sich da gut. Geuginger. Niederlage in einem fremden Stadion. Die gab es im Mai in Salzburg mit 1:2. TT macht es. Vollends. Und da dauert es zu lange. Hollands, James Hollands, gute Aktion, die Chance für den LASK, aber auch der ist nicht drin und jetzt ist er drin. Was für ein Tor von Marko Raguž. Situation. Ungenaues Zuspiel, Raguž macht den Ball noch scharf. Und das müsste Ecke geben, so ist es auch. Schiedsrichter Ahmed hat ihn erzielt in der Bundesliga. Gelingt ihm jetzt auch der Treffer im Cup. Er ist der Mann für die entscheidenden Tore. Raguž gegen Amberger und Raguž bleibt siegreich. Ganz präzise. Den Lords vorhin gesehen habe auf einem großen Transparent, also auf jeden Fall ein Fanclub von Rapid, der sich selbst feiert und der jetzt sieht, aus bester Position, dass der LASK in Führung geht. Und er hat schon... Aber ein Eckball ist für den LASK eine absolute Torchance. Ja! So ist es. Danach gibt es durchaus machbare Aufgaben für die Wiener mit Admira und Hartberg. Aber die Austria muss sich gewaltig steigern in den nächsten Wochen. So, jetzt die Chance sogar noch aufs 3:0 und jetzt wird es deutlich. Jetzt muss sich der Regionalligist hier keineswegs für die Leistung schämen. Frieser, jetzt kombinieren sich die Linzer da aber in den letzten Minuten nach Belieb. Andrade. Gute Aktion von Nicolas Meister und jetzt steht es nur mehr 1:2. Wieder mal da die Youngsters im Zusammenspiel. Nicolas. Andrade. Und da kommt Zvetko, hat noch die Chance, will den Ball direkt nehmen. Das gelingt nicht, aber jetzt ist er drin. 68. Minute im vergangenen Oktober. 2:1 damals für Vorwärtssteier. Da war der Spielverlauf aber auch ein wenig anders. Steier ist in Führung gegangen, die Juniors haben ausgeglichen und Steier hat dann noch gewonnen. Und jetzt macht Marko Raguž in der 74. Minute. Ist unorganisiert oder der Gegner attackiert relativ hoch, dann spielen sie eben die Bälle sehr, sehr schnell tief. Und da lauern dann eben auch Grubeck, Meister und Raguž. Jetzt dabei, ein Pass in die Tiefe, Andrade und Raguž mit der Möglichkeit. Thank you.
ist eben auch so eine alte Fußballweisheit, die einfach, die es schon Ewigkeiten gibt. So, gibt es den nächsten Treffer. Letzte Woche hat er schon doppelt getroffen. Maraguz, und wir haben wieder ein bisschen mehr Spannung in dieser Partie. Nur noch 1:2, die Juniors Oberösterreich. Und mit der effektivste, also wenn man den beherrscht, dann kann man wirklich den Gegner ausstehen, ausspinnen. Ja, nächste Möglichkeit. Also, die machen da gleich weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Nikolai Meister, und die nächste Möglichkeit, und das ist der Ausgleich im Bio. Jetzt. Er entscheidet sich dafür, das zentrale Mittelfeld zu stärken, ohne die Offensivpower irgendwie einzuschränken. Das ist auch mutig, aber hoffentlich geht das nicht nach hinten los. Ja. Fast passt. Da hätte er sogar Platz gehabt und hätte sich das Loch aufgetan zu schießen. Jetzt Bruno gegen Gebauer. Spiel.